Hi Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Diesmal wollen wir hier den oberen Bereich säubern. Das heißt, wir werden hier die Artefakte und das Ithildien aufsammeln und werden dann mit der Hauptquest weitermachen. Mit den Nebenquests erstmal nicht, da wir ja mehr Skillpunkte momentan haben, als wir ausgeben können, weil uns ja unsere Macht fehlt und das müssen wir irgendwie durch die Hauptquest erspielen. Nachdem wir letztens die Hauptquest hier unten gemacht haben, sind hier jetzt drei neue Herausforderungen aufgeploppt. Die könnten wir auch machen. Allerdings möchte ich wirklich erstmal mit der Hauptquest weitermachen, damit wir weiter skillen können. Dann legen wir mal los mit dem Artefakt hier oben. Ich benutze übrigens jetzt momentan neue Aufnahmeeinstellungen, mit denen experimentiere ich. Ich nehme ja mit Shadowplay auf. Und dann hoffe ich, dass es jetzt zu einem ähnlich guten Ergebnis führt. Weil ihr habt das vielleicht in manchen meiner Videos schon gehört. Manchmal ist da so ein hässlicher Audioschnitt drin. Und das kommt daher, wenn Shadowplay hingeht und eine neue Datei anlegt. Wenn er 3,8 GB erreicht hat, legt er eine neue Datei an. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das bei Shadowplay ändern kann. Und ja, im Endeffekt, das gibt manchmal halt so hässliche Schnitte. Deshalb versuche ich gerade, das möglichst gering zu halten mit den Schnitten. Dietrich, dieses einfache Metallgestänkchen ist der beste Freund eines Einbrechers. Der Dietrich ist klein und lässt sich leicht verstecken. Er kann mühelos in der Handfläche oder selbst unter der Zunge verborgen werden. In der Hand eines geschickten Diebs kann er dazu benutzt werden, schnell und leise die meisten Schlösser nicht magischen Ursprungs zu knacken. So, da ist es doch. Die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der dunkle Herrscher seine Armeen hier versammeln wie Steine auf einem Spielbrett. Das wollen wir natürlich verhindern. Dass der dunkle Herrscher seine Leute versammelt. So, wo ist das Ithildien? Gibt's hier noch eine Ebene darunter? Lass uns das mal rausfinden. Ich habe gehört, du möchtest gerne Messer im Kopf haben. Ah, habe ich anscheinend richtig gehört. Gab zumindest keine Beschwerde von ihm. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, Ach, es ist ein bisschen wunderbar. besser geworden. Ihr habt mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die Ziele. Das wird wohl verständlich. Bin ich dran vorbeigelaufen? Ich hätte wahrscheinlich eher in den Geistermodus wechseln sollen, ja. Hätte Lang ich. hier, Gelei Mordor. So, wir klettern mal hier hoch. Hier ist nämlich noch das Kraut, was wir brauchen für die Nebenquest Remontant. Neue Herausforderungen: Nilfredit, Lorond und Azudaran. Okay, auch das kriegen wir hin. Welche Kreatur müssen wir denn töten? Immer noch geflügelte Untiere. Ja, die geflügelten Untiere, die werden nie langweilig. Wo sind denn welche? Natürlich sind hier gerade keine geflügelten Untiere. Doch da. Du bist fällig, mein Freund. Vielleicht auch nicht. Jetzt bist du fällig. Okay, geflügelte Untiere haben wir. Neue Herausforderung. Karagor, drei Karagor töten. Ja, das,
Scheint ja nicht eine allzu schwere Aufgabe zu werden. Die gibt's ja in Massen. Naja, geht so. Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Okay, wir sollten einmal auf die Karte schauen. Genau, erstmal hier das Artefakt. Eins nach dem anderen und bloß nicht erwischen lassen. Tarz war gerade mal einen halben Tag lang Hauptmann, bevor es ihn erwischt hat. Den lock ich mal an. Schleicht da jemand umher? Tja, weiß ich nicht. Schleicht da jemand umher? Komm doch mal her und prüf das nach. Tja, so ist das. Und schon versuchen die Sklaven abzuhauen. Naja, mir soll's recht sein. Je mehr Ablenkung, umso besser. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ach ja, was du immer glaubst. Solltest vielleicht mal zum Optiker gehen. Brille Vielmann. Töte den Walken! Ein Pfeilchen aufgesammelt. So, und dann schauen wir mal, wo das Artefakt ist. Vielleicht hätte ich erstmal unten gucken sollen, das wäre definitiv schlauer gewesen. Ja, guten Morgen. Andererseits, es geht hier noch höher. Ganz genau. Versuch mal mich zu bedrohen, dann siehst du, was passiert. Nur wie kommen wir höher? Können wir. Hier kommen wir nicht so einfach hoch. Ich kann fast überall hochklettern, aber da ausgerechnet nicht. Ja gut, ist eine Metallwand, sehe ich ein. Des schwarzen Tores soll die Sonne wochenlang scheinen, der Boden niemals beben und der Blitz fast nie einschlagen. Das leuchtet ein. Warum sonst sind diese Menschen so schwach? Okay, jetzt bin ich so langsam ratlos, dann vielleicht doch auf Bodenniveau. Da ist nur ein Pfeil. Der nette Ork braucht etwas Ablenkung. Ne, klar, wer braucht die nicht, ne? Ich hab schon viele Karagor erlegt. Und muss mich immer noch mit euch Idioten. Ah, okay. Da, sofort. Tja, demnächst wissen wir es. Zuerst auf dem Boden nachschauen. Wieder was dazugelernt. Dies sind Gefangenenketten. Fußfesseln, um genau zu sein. Sie datieren zurück ins zweite Zeitalter und wurden wahrscheinlich von gondorischen Gefangenen getragen. Männern und Frauen, die in ihrer Knechtschaft die Türme der Zähne errichteten, die das Monaron flankierten. Diese Gefangenen warfen später ihre Fesseln ab und begannen ein neues Leben als Ausgestoßene in Udun. Einige behielten ihre Fesseln als Erinnerung an ihr Leid. Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Die Ausgestoßenen, die sind ja schon ein-, zweimal aufgetaucht im Verlauf der Handlung. Schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Das ist meine Ansage gewesen. Diese Männer sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Okay, da auch das ist eine Ansage von unserem Verbündeten. Ja, dann noch das Artefakt und dann, Freunde, geht's weiter mit der Hauptquest Sklaventreiber. Wollen wir uns hier noch Informationen holen? Ach komm.
Die Stechen und Schwerken, die Stärken und Schwächen sind bereits bekannt. Wem könnte das denn nützlich sein? Anfällig gegen Fernkampfangriffe. Furcht vor Verbrennen. Okay. Da ist dieses gelbe Kraut mit dem Halbmond. Zumindest sehe ich es auf der Minimap. So, das muss ja auf Bodenniveau wachsen. Andererseits wäre witzig, wenn es hochgewuchert wäre. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen und wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind viel zu beschäftigt mit dieses Tag, als jemanden wie dich zu bemerken. Okay, das Artefakt ist nicht weit. Ich glaube, die beiden wollen Ärger. Ja, ja, so ist das. Steht man einfach in der Gegend rum und denkt an nichts Böses. Suddenly, Dolch im Kopf. Wir haben anscheinend nicht gelernt aus der Lektion gerade. Erst auf Bodenniveau schauen. Dann hochklettern. Mörser und Stößel. Dieses Artefakt ist ein außergewöhnlicher Fund und datiert vielleicht bis ins zweite Zeitalter zum großen numenorischen Einfall zurück, in dem der dunkle Herrscher Sauron sich absichtlich in Gefangenschaft begab. Es wurde wahrscheinlich von Heilern dazu verwendet, Wurzeln und Kräutern für die Herstellung von Umschlägen und Salben zuzureiben, die notwendig waren, um eine Armee relativ gesund und munter zu halten. Okay, am Boden wäre ja auch zu einfach gewesen. Oben am Stößel. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Dieser Sauron, der war schon ganz schön trickreich. Muss man ihm lassen. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Ich ahnte nie, welche Geheimnisse es bewahrt. Das Land der Schatten erwacht aus seinem langen Schlaf. Es hält noch viele Geschichten für uns bereit. Dann auf zur Hauptquest, Freunde. Wird auf jeden Fall gut, hoffe ich. Ich frage mich, wie der Hammer sich seine... Ich kann mir nicht mal drei Kräuter merken. Sudaran, Lohan, okay. Sudaran haben wir doch gleich hier rechts. Ich hasse jeden einzelnen von euch Maden. Da bist du nicht der Einzige. Okay. Gut geschlichen und los geht's. Was? What happened? Der Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Dem hätten wir ja helfen können.
Schade, schade. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Aus dem werde ich nicht ganz schlau. Identifiziere Gimme. Wir werden sehen. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ihre wachenden Augen schließen, das ist eine wunderschöne Umschreibung. Unsere, ich habe einen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Wenn noch einer abhaut, sehen uns die Fehler aus. Warte, ich rieche etwas. So. Wo sind denn noch Schützen? Da vorne ist noch einer. Ach, der steht mit dem Kopf dahinter. Fuck. Such uns von hier. Okay, hat funktioniert. Ach, wir nehmen uns hier nochmal Pfeile mit. Kann ja nicht schaden. Irgendwie spiele ich die Mission gerade, als wenn mich niemand sehen dürfte. Dabei ist es ja egal. Glaube ich, denke ich. Ich soll ja nur die Schützen illuminieren, bevor ich Gimöb angreife. Das kann ich ja machen, wie ich lustig bin. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das war eh nur das zusätzliche Ziel. Andererseits ist es immer gut, sowas zu machen. So, mein Freund. Pfeil im Kopf. Alle guten Dinge sind zwei. Und noch besser sind drei. Oh. Sagen wir einfach, noch besser wären drei gewesen. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Ich hab gerade doch hier... Hier ist doch ein Käfig. Ah, okay. Der Karagor da drin ist tot. In dem Fall... kriegt Gimmelp halt so noch einen Pfeil ab. Bisschen habe ich das Kämpfen gerade irgendwie verlernt. Einen Tag nicht gespielt und schon das Kämpfen verlernt. Ich glaube, ich lade mein Hinrichten auf. Oh. Ja, super. 7-mal geschafft, beim 8-mal treffen lassen. Das muss man mir erstmal nachmachen. Hinrichten. Hast du mich nicht verstanden? Okay, grün heißt ja, dass er dabei ist, wegzurennen. Beziehungsweise hatte ich immer, ich hatte immer den Eindruck, dass es so ist. Boshafte Stimmen. Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Mir nicht ganz so wichtig. Du kannst deine Waffe mit Runen ausrüsten. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das rüste Runen mit Leertaste und einem beliebigen Runenplatz aus. Du kannst Waffen durch Merien zusätzlichen Runenplätzen aufwerten. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Das kennen wir ja alles schon. Genau. Wir könnten für 180 aufrüsten. Ich glaube, das machen wir einfach. Einfach, weil wir das Geld haben. Cost we can. Durchwurf, Dolch, Hagel können wir ja beides noch nicht.
Ach, machen wir das mal. An der Schleichtötung Fokus wiederherstellen kann ja nicht schaden. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkan. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. So, da haben wir also gerade Gollum gesehen und Hirgon